Tüte Nummer 25. Nein, Quatsch. Bleibt dran, das ist hier nicht der Adventskalender. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Warum, fragt ihr euch? Na, hier, das habe ich zugeschickt bekommen. Ein Päckchen. Einfach so. Wie cool ist das denn? Von der lieben Luca. Ganz, 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 ganz lieben Dank dafür. Echt krass. Einfach so. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich bin total gespannt. Weil in den Kommentaren hat Luca schon oft bewiesen, dass sie sich richtig gut auskennt. Ah, endlich neue Schuhe. Happy Christmas. Okay, da steht Nikolaus. Das Päckchen liegt auch schon ein bisschen, aber durch die 24 Adventskalender-Videos hatte ich jetzt natürlich eine Menge zu tun und da bin ich nicht dazu gekommen, das hier auszupacken, was ich auch echt ärgerlich finde, weil ich jeden Tag auf dieses Paket gestarrt habe und so neugierig war, was da drin ist. Aber jetzt kann ich es endlich auspacken. Ganz, ganz lieben Dank für diese selbstgezeichnete Karte. Hey, zugegebenermaßen, der Inhalt ist nicht gerade nikolausig, aber hoffentlich konnte ich dir trotzdem eine Freude bereiten und mal für die ganze YouTube-Arbeit Danke sagen. Liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer... Karte gibt es auch noch, aber ich blöre euch mal, glaube ich, aus, was hier so draufsteht. Sie hat im Prinzip die Produkte draufgeschrieben und wieso sie das dazu gepackt hat. Also echt liebevoll. Reese's Peanut Butter Cups. Minis unwrapped. Also nicht mal eingepackt. Sehr gut. Schont die Umwelt. Und was sagt Luca dazu? Bezogen auf den Unboxing-Fail. Immerhin mochtest du die Reese's. Die sind wirklich mega lecker gewesen. Die sind ja niedlich. Ja. Lecker. Also die Erdnussbutter da drin, die finde ich wirklich mega lecker. Also da freue ich mich drauf, den ganzen Inhalt zu verputzen. Nomo No Missing Out. Creamy Chocbar. Vegan und ohne Milch, Gluten, Ei und Nüsse. Und was sagt Luga dazu? Nomo, erinnerst du dich noch, dass ich dir mal diese vegane Shogi empfohlen habe? Klar, erinnere ich mich noch dran. Und das war bei einer Snack News Folge. Und Nomo hatte ich, glaube ich, vorgestellt, weil die jetzt den ersten Riegel rausgebracht haben mit flüssigem Karamellkern. Das war schon echt spannend. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie der hier schmeckt. Sieht jetzt erstmal unspektakulär aus. Riecht lecker schokoladig. Knackt gut. Also ist jetzt nichts Gefülltes. Ich probiere mal. Der ist lecker. So viele Berührungspunkte mit veganer Schokolade hatte ich ja noch gar nicht. Also von daher muss ich mich da vielleicht mal öfter mal durchs Sortiment probieren. Der gefällt mir. Und dann geht's weiter mit Nu und Kakao White. Crunchy Nougat. 65% weniger Zucker. Wir hören mal, was Luca dazu sagt. Nu und Kakao, hast du bestimmt schon mal gehört. Echt teuer und gewöhnungsbedürftig. Okay, das habe ich auch gerade gedacht. Aber nachhaltig und vegan. Okay, mit 256 Kalorien gar nicht mal so ein Leichtgewicht. Aber zutatenmäßig sieht man ja wirklich wenig Zucker drin. Ich bin gespannt. Also White, ja. Crunchy Nougat, boah. 65% weniger Zucker, das finde ich immer schwierig. Also es hat ja seine Fans, darf es auch haben. Aber ich bin dann immer eher ganz oder gar nicht. Dann esse ich lieber weniger, aber dafür die richtig leckeren Sachen. Verzichte dann auch mal. Okay, heute seht ihr, dass ich nicht verzichte, sondern mich einfach durchschlemme. Aber das mache ich sonst nicht. Okay, ich glaube, ich bin immer schuld, dass alles kaputt geht. Ich bin einfach zu ruppig. Also vom Aussehen finde ich den schon mal echt ansprechend. Auch mit den Sprenkeln. Also es sind ja die Nüsse. Das sieht man hier nochmal ganz gut. Dass der echt prall gefüllt ist. Ich bin mal gespannt. Ja. Also unter White hätte ich mir jetzt ein bisschen was anderes vorgestellt. Und Nougat, schmecke ich da jetzt nicht so raus. Crunch kommt von den Nüssen. Der Nussgeschmack dominiert hinten raus auch ganz schön. Ja, gewöhnungsbedürftig trifft es dann doch richtig. Aber man muss ja auch wissen, was man nicht mag, oder? Katjes Wunderland Sauer. Und was sagt Luca dazu? Katjes. Die habe ich dir zu dem Katjes Einhorn-Video empfohlen und da hat sie recht. Die hatte ich nicht im Test mit dabei, weil es die zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade nicht gab und ich wusste auch gar nicht, dass es die gibt. Und wenn ihr meinen Test dazu verpasst habt, den verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox. Wunder gibt es immer wieder und Träume werden wahr. Glitzernde Einhörner, bezaubernde Feen und bunte Regenbogen, an deren Enden du unsere Herzen findest. Magisch leckere saure Fruchtgummiwunder in 5 Farben und Geschmacksrichtungen. Johannisbeere, Pfirsich, Himbeere, Limette und Blutorange. Klingt vielversprechend. Lass dich verzaubern. Seht's mir bitte nach, ich kann immer irgendwie nicht anders, als zu sortieren und nachzuschauen, von welcher Farbe wie viel drin ist. Regenbogen, Stern, Fee, Herz und natürlich Einhorn. Puh, Limette und sauer. Gelb ist Pfirsich. Gewagte Farbwahl, aber orange wird dann bestimmt die Blutorange sein. Oh ja, die Orange kommt gut raus. Okay, die Johannisbeere habe ich auch erkannt, aber die kommt als Geschmack erst echt am Ende. Wenn das die Himbeere sein soll, boah, gefällt mir. Gut, ist aber schon sehr sauer. Ich bin nicht ganz so der Sauer-Fan, aber so für mal. Lecker, lecker. Bleibt als Fazit. Gut, dass ich die endlich testen konnte. Die Einhornfamilie ist jetzt komplett und sauer ist hier echt Programm.
Nun wird es ein bisschen freaky. Energy Cake, Schoko-Orange. Da habe ich ein bisschen Angst. Was sagt Luca dazu? Energy Cake. Ich stehe auf Flapjacks. Hauptzutat Haferflocken, wahrscheinlich deswegen Energy, Porridge zum Essen. Und riecht schon mal sehr orangig. Recht krümelig, Schokoladenüberzug. Ich probiere mal. Na. Man kaut schon eine Weile dran. Ich mag Orange mit Schokolade auch mal ganz gerne. Ich glaube sicher Marabu, oder? Die gab es früher bei mir in der Kindheit immer nach einem Ikea-Besuch. So diese kleinen runden Drops. Und da gab es eine Orangenschokolade von, aber die gibt es ewig nicht mehr. Jedenfalls nicht hier zu kaufen. Die fand ich immer richtig lecker. Recht formstabil, aber nicht trocken. Gehaltvoll. Also, ich weiß gar nicht, ob ich so einen ganzen schaffen würde. Luca, schreib mir mal bitte, ob du so einen ganzen davon wirklich isst. Schmeckt auf jeden Fall gar nicht so intensiv nach Orange, wie ich gedacht hätte. Also jedenfalls auch nicht so intensiv, wie es gerochen hat. Da würde ich auch glatt mal andere Sorten probieren. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Und jetzt das Produkt mit dem besten Namen, finde ich, Eurocreme Block. Damit ist alles gesagt, oder? Also man versteht trotzdem, was es ist. Was sagt denn die liebe Luca dazu? Qualitätsschokolade ist das nicht. Okay. Aber der Geschmack erinnert mich total an Nutella. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Ich bin ja bekennender Nutella-Junkie und das tut mir auch leid, weil Nutella ist ja eigentlich nichts Gutes, aber ich mag das Zeug. Mixtur aus Kakao- und Milchcreme-Produkt. Zucker und Palmöl, die ersten beiden Zutaten. Wie war das mit der Qualitätsschokolade? Achso, ist es ja nicht. Oben dunkel, unten dunkel, in der Mitte hell. Ein Block. Und jetzt probiere ich mal. Na? Okay, die ist nicht ganz so mein Fall. Das mit dem Nutella-Vergleich kann ich schon nachvollziehen. Aber das ist hier schon mal noch was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, ich bleibe dann lieber beim bekannten Brotaufstrich, denn vom Palmölfaktor nehmen die sich ja hier beide nichts. Ah, Lion-Karamellblond. Endlich halte ich es in den Händen. Lion-Karamellblond. Und ich finde dieses Design von denen so geil. Es gibt ja auch mehrere Versionen. Einer sieht aus wie Dieter Bohlen. Schon mal sehr, sehr lustig. Und was hat Luca dazu? Lion, muss ich nicht zu sagen, lecker. Na, bin ich ja mal gespannt. Ja, sieht aus wie ein Lion, nur eben in Karamellblond. Boah. Okay, das liebe ich an Lion. So sieht er dann von innen aus. Ganz viel Zeug, Schichten, Karamell und dann hier noch die Glasur. Ich probier mal. Ja. Okay, Hand hoch. Wer hätte gedacht, dass das hier eine süße Angelegenheit ist? Okay, jeder. Ist ja okay, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ja, das ist eine süße Angelegenheit. Der Karamellgeschmack erinnert mich übrigens genau an den vom, wer das, echte Karamellpopcorn. Das finde ich ziemlich geil. Okay, damit kann man echt nicht viel falsch machen, wenn man Karamell und süß mag. Was für eine Löwenmähne. Das Design ist der Hit. Ich muss einfach nochmal vielen lieben Dank, Luca, sagen, dass du dir so viel Mühe gegeben hast mit diesem tollen Päckchen. Eingepackt, die Karte selber gemalt, auch immer was dazu geschrieben. Es hat mir richtig Spaß gemacht, es quasi mit dir zu testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich roll mich mal weg.